Samuel und Daisy, ein starkes Team, gehen durch die Welt. Hand in Fuße, Seite an Seite, über Berge, unter Sternenzelt, entdecken sie die Wunder der Welt. Hallo, kleine Entdecker. Heute begeben sich Samuel und seine treue Freundin Daisy auf ein spannendes Abenteuer in den tiefen, geheimnisvollen Regenwald. Packt eure Entdeckerhüte, denn es gibt so viel zu lernen und zu entdecken. Während Samuel und Daisy durch das dichte Grün des Regenwaldes wandern, sind sie umgeben von riesigen Bäumen, deren Blätterdach so dicht ist, dass kaum Sonnenlicht durchkommt. Der Boden ist bedeckt mit Farnen und Moos, und überall hört man das Zwitschern und Rufen der Vögel. Der Regenwald ist wie ein riesiges, lebendiges Haus, voller Ebenen und Zimmer. Ganz oben ist das Blätterdach, darunter die Baumschicht und ganz unten der Waldboden. Plötzlich huscht ein kleiner Tukan mit leuchtend buntem Schnabel vorbei. Samuel und Daisy folgen ihm leise und entdecken dabei auch andere Tiere wie bunte Schmetterlinge, neugierige Affen und sogar ein schüchternes Faultier, das langsam von Ast zu Ast klettert. Der Regenwald ist voller Leben. Jedes Tier hat seinen besonderen Platz und seine Aufgabe in diesem riesigen, grünen Zuhause. Der Regenwald ist die Lunge der Erde, produziert Sauerstoff und hilft, das Klima zu regulieren. Aber der Regenwald ist in Gefahr. Durch Abholzung und andere Bedrohungen verlieren wir jeden Tag mehr von diesem wertvollen Schatz. Samuel und Daisy lernen, dass jeder von uns helfen kann, den Regenwald zu schützen. Ob durch das Pflanzen neuer Bäume, das Recyceln oder das Unterstützen von Organisationen, die sich für den Schutz der Regenwälder einsetzen, jeder Beitrag zählt. Indem wir lernen und anderen von der Schönheit und Bedeutung des Regenwaldes erzählen, können wir alle dazu beitragen, ihn für zukünftige Generationen zu bewahren. Unser Grün im Dach, wo das Leben singt, im Regenwald, wo die Hoffnung klingt. Farben leuchten und die Natur erwacht in dieser Welt voller Kraft. Der Tag beginnt, Vögel singen ihr Lied. Durch den Wald die Melodie zieht. Die Tiere tanzen im Rhythmus des Lebens in diesem Paradies, das uns gegeben ist. Hier ist und es ist alles echt. Lass uns zusammen diese Schönheit sehen. Farben leuchten und die Natur erwacht in dieser Welt voller Kraft. In den dichten Nebeln des frühen Morgens, tief in einem unerforschten Teil des Dschungels, stolpern Samuel und Daisy über eine alte, mit Moos bedeckte Steinstruktur, die halb von der üppigen Vegetation verschlungen ist. Mit Herzen, die vor Aufregung pochen, erkennen sie schnell, dass es sich um den Eingang zu einem vergessenen Tempel handelt, von dem Legenden in alten Büchern flüstern. Vorsichtig, Schritt für Schritt, betreten sie den Tempel. Ihr einziges Licht ist das schwache Leuchten einer Taschenlampe, die Schatten an den Wänden tanzen lässt. Der Boden ist übersät mit alten Relikten und Skulpturen, Zeugen einer längst vergangenen Zivilisation. Plötzlich ertönt ein leises Klicken unter Daisys Pfote und ein Teil der alten Steinwand beginnt sich zu bewegen, langsam öffnet sich ein geheimer Durchgang. Samuel und Daisy tauschen einen Blick des Staunens und der leisen Sorge aus, doch ihre Neugier überwiegt. Gemeinsam treten sie durch die Öffnung in einen verborgenen Raum, dessen Mitte von einem schimmernden Kristall beleuchtet wird, der in der Luft zu schweben scheint. Während sie näher treten, um das leuchtende Juwel zu betrachten, spüren sie eine Veränderung in der Luft, eine Wärme, die ihre Haut kribbeln lässt, und ein Gefühl, als würde der Kristall sie irgendwie begrüßen.
In diesem Moment realisieren sie, dass sie nicht nur einen verlorenen Tempel entdeckt haben, sondern auch auf ein uraltes Geheimnis gestoßen sind, das ihre größten Vorstellungen bei weitem übertrifft. Danke, dass ihr heute mit Samuel und Daisy auf Entdeckungsreise wart. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder spannende Abenteuer erleben werden. Schreibt in die Kommentare, welches Abenteuer die beiden als nächstes erleben sollen.